Das ist auch ganz. Was mir aufgefallen ist, ein klitzemein. Ja. Kaffeemaschine. Hört sich nicht. Ah, die Tasche. Sieht nämlich genauso aus wie die große Tasche. Cletus hat seine Tasche direkt auf die Durchreiche zur Küche gestellt. Diesen Leichtsinn wird er noch bereuen. Die ist bestimmt voller Dornwarzenkeime. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke. Und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Oder wir tauschen einfach die Taschen aus. Ja. Das müsste jetzt Bosos Tasche sein. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn Oppenbot versucht, mit Bosos Unterwäsche zu bezahlen. Lecker. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan. Kristallgläser. Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha! Geld. Papiergeld, aber ich brauche doch Münzen. Ich brauche doch Münzen. Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Ich bleibe lieber in Deckung. Ich bleibe lieber in... Okay. Dann gehen wir auf der anderen Seite rum. Zumindest... Raus! Okay, jetzt wissen wir, wer Zimmer 1 genommen hat. Nämlich Cletus. Cletus. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Das sind Cletus-Klamotten. Meinetwegen können sie in der Trommel verrotten. Andererseits könnten sie noch nützlich werden. Ja, ich hatte schon so eine Idee, ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen. Sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Hallo, Saunaclub. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Ja. Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. So wie es aussieht, brauche ich dann doch die Kutte vom Seeherr. Aber wie kommen wir da ran? Das müsste jetzt Cletus Zimmer sein. Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wendt, der Wendt! Die Küche brennt! Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Ach ja, ist das schön. Ich probiere mal ganz kurz was. Ich meine, es wird nicht funktionieren, aber... So ein Ärger. Dieser Automat akzeptiert nur Münzgeld. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Ja, das bist du. Entosaurus-Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen: Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Entosaurus-Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Stimmt, es war Teppichreiniger und kein Shampoo. Ach, Mensch.
wusste doch, dass ich diese unästhetische Drecksfresse schon mal irgendwo gesehen habe. Zuerst dachte ich ja beim Bowlen. Keine Ahnung warum. Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ach komm schon. Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was? Rufus und Waschen? Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ja. Yeah. Ach. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Absurder Humor ist ja an sich okay, aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Okay. Ja, das wäre lustig, aber ich kann diese einmalige... Ich denke vor allem an die... Sowas ist in Hotels immer gratis. Genau wie Seife, Bademäntel und die Batterien aus der Fernbedienung. Yep. Das muss ich nicht bezahlen. Es war ein Geschenk, im weitesten Sinne. Nehmen wir mal an, ich würde zufällig das Geld auf deinem Tisch vergessen. Würde die Welt dann trotzdem untergehen? Das Schicksal lässt sich nicht bestechen, Rufus. Lässt sich das Schicksal denn vielleicht durch Gewaltandrohungen einschüchtern? Nein. Denn das Schicksal kann Shai-Hulu und hat außerdem eine geladene Plasmapistole unter seinem Tisch kleben. Das war nur so eine Frage. Ha? Okay. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Haare. Dieser Kopfkissenbezug. So viele Kopfläufe. Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Läuse, Schuppen, Haarausfall. Tja, der Vorbesitzer dieses Kopfkissens hätte ein besseres Shampoo benutzen sollen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen leicht übertrieben, aber... Absurder Humor ist ja an sich okay. Aber ich kann diese ein... Ich denke vor... Ich sehe, dass du verzweifelt bist, Rufus. Gönn dir eine Pause. Dein Schicksal ist bereits geschrieben. Mag sein, aber diese Klaue kann doch eh kein Mensch lesen. Das könnte alles Mögliche bedeuten. Ja. Dieser Plan könnte zwar... Aber ich dachte, Oregano. Ich erblicke darin eine Ein... Ja, nur für was? Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Dann versuchen wir doch erstmal das. Wie praktisch, dass Rufus wie Klitus klingt. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, es sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde dann gerne dinieren. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan noch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja,
Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Okay. Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen. Anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? So einiges. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie's nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Wer sind Sie denn? Ich. Oh. Oh. 30% Rabatt auf Büroklammern. Was? Wo? Mist. Perfekt. Die Luft ist rein. Also mal abgesehen von Staub, Schimmelpilzsporen und der generellen Kohlenmonoxidbelastung. Ja. Hätte ich gleich machen sollen. Aber hey, 30% auf Büroklammern, wo gibt's das schon? Gut, Reception. Nee? Irgendwas hat da nicht so ganz geklappt. Nochmal. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Zimmer 1. Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie's nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Und dafür gehen wir jetzt aber mal hin. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der depperte, 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 depperte Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch, Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja schon, aber... Aber was? Lassen wir die beiden doch mal in Ruhe diskutieren und wir kümmern uns hier derweil... Was eigentlich? Wenn ich sie einfach so mitnehme, was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleuder, oder wenigstens... Vielleicht könnte ich ja die Taschen nochmal austauschen. Cletus hat seine Tasche direkt auf diesen Leichen. Ist bestimmt. Und das ist jetzt Bosus Tasche. Jetzt ist nur noch Bosos Unterwäsche drin. Die passt mir nicht. Aber die Farbe steht mir. Okay, ich tausche sie nochmal aus. Dann für die Zukunft. Das müsste jetzt Bosos Tasche sein. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn Oppenbot versucht, mit Bosos Unterwäsche zu bezahlen. Ja, das wäre lustig. Bin schon da. Ja, sehe ich. Ah, der Gasthaus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein. Ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Oh, yeah. Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja,
es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für erklemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Ja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Na endlich! Der depperte, 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 depperte Dummdepp. Wow. Okay, damit's... Ich hab was vergessen. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz, aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Ich mag meinen Kaffee weiß. Und auf jeden Fall mit wenig Staub. Gut. Hier kommt der Zungenbrecher. Breiter. Nur meine Wäscherei ist aber schon. Diese Sektenfritze kriege ich doch wirklich erst raus, sobald ich den Seher überzeugt habe. Ach, das dauert ja Stunden! Was nicht heißt, dass ich ihm die Geschichte mit der Zeitmaschine abnehme. Ja. Habe zumindest den Menüplan gesehen. Den gucken wir nochmal. Hallo? Immer zu viel lautet. Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich würde gerne etwas essen. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Was soll die blöde Frage? Da steht doch sowieso nur Lapskaus drauf. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus. Aus Abfällen, die zwar nach vegetarisch. Fisch, in denen aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Hunger. Gute Wahl. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich würde gerne. Was soll die? Verstehe doch. Entschuldigung, ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich. Ups. Dann versuchen wir doch mal was für. Hallo? Rezeption? Zu stellen. Zimmer 1. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht. Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Vorbildlicher junger Mann. Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut. Wer bin ich denn, einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1. Kletis. 12 Uhr. Kletis. Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr. Alles klar. Haben Sie vielen Dank. Das passt. So, Kletis aus dem Zimmer locken. Und dann jetzt die Sischüberei. Blä, 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 blä. Bin eine Stockglatte über meine eigene Zunge gestolpert. Nummer Fleisch. Wann ist es denn um 12? Also ganz bestimmt nicht jetzt. Darf ich mal kurz? Meine Fresse! Ganz schön bissig für jemanden, der keine Zähne mehr hat. Aber warte nur, ich werde dir dein großes Maul schon stopfen. Nur wie? Vielleicht mit dem Papiergeld? Was wohl passiert, wenn ich mein Geld in diese Mülltonne hier werfe? Herzlichen Glückwunsch.
Sie haben sich entschlossen, episches Micro-Item der Nutzlosigkeit zu erwerben. Episches Micro-Item der Nutzlosigkeit wird Ihrem Inventar hinzugefügt. Oh Gott, nein, halt, stopp, 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 stopp. Das war knapp. Och, Menno. Was wohl passiert? Ich muss gleich auf abbrechen. Oh Gott, nein, halt, stopp, 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 stopp. Das war knapp. Ich ja, aber... Fast so aus wie das Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais. Ein bisschen zumindest. Vielleicht tatsch mit den Scherben? Das Shampoo. Was allerdings auch... Da fehlt die Sounddatei. Oh, da hängt ein Handmeid. Ich also... Immer. Ah, das hatten wir schon. Darum überspringe ich es einfach mal. Zahncreme. Es scheint ihm nichts, was alle... Vielleicht großes Anzug. Was allerdings... Nicht wirklich. Okay. Ab zur Reception. Ist natürlich jetzt die große Frage, wann ist um 12? Laut der Uhr ist es nämlich... Entweder um 4 oder 10 vor 1. Also in jedem Falle zu spät. Ha. Aber irgendwie müssen wir Cletus ja rauslocken. Aber dafür müssen wir, glaube ich, die Uhr von der Wand holen. Fragt sich bloß wie. Vielleicht kann ich mir was aus dem Kleiderbügel basteln. Was hängt nur rum und trägt immer denselben Fummel? Eine Mutter. Scheiße, noch eins.